Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich habe selten so einen Quatsch gehört wie eben gerade von Frau Feldmayer. Präventive Maßnahmen zu ergreifen, um nämlich die Kommunen bei der Versorgung, Vorbeugung durch Starkregen und der möglichen Folge urbaner Sturzfluten zu unterstützen, sowie besonders gefährdete Gebiete zu identifizieren, ist eine sinnvolle Vorgehensweise im Sinne der Daseinsvorsorge, wie es im Klimprax-Starkregen auch zu finden ist. Klimprax-Stadtklima, welches die temperaturbedingten Auswirkungen untersucht, mutet im Gegensatz zum Starkregen-Projekt aber eher wie eine wissenschaftliche Selbstbeschäftigung an. Denn hier werden eigentlich nur Binsenweisheiten zu den Auswirkungen hoher Temperaturen modellhaft dargestellt. Ich darf zitieren: Der vorliegende Handlungsleitfaden unterstützt die Kommunen bei der Berücksichtigung temperaturbedingten Auswirkungen des Klimawandels in kommunalen Planungsprozessen, wobei ein besonderer Fokus auf der menschlichen Gesundheit liegt. Das, was dort alles gerechnet und modelliert wird, mag ja durchaus auch alles richtig und interessant sein. Jedoch welchen praktischen Nutzen bringt es uns? Können die Kommunen es wirklich schaffen, Kreislaufprobleme, Hitzeschocks, Herzinfarkten bei den Menschen zu vermeiden, indem sie wissen, dass beispielsweise in der Goldgasse in Wiesbaden eine besonders ausgeprägte Wärmeinsel und eine nächtliche Lüftungsschneise kaum vorhanden ist? Oder haben wir als Bürger hier nicht eine eigene Verantwortung dafür zu sorgen, für uns individuell unkomfortablen Temperatursituationen bestmöglich aus dem Weg zu gehen und präventiv zu begegnen? Wenn ich die Frau Feldmayer so höre mit ihren Argumenten, dann müssten die Menschen in Lissabon, Rom und Madrid und Athen schon längst alle tot sein. Das Stadtklimaprojekt im Rahmen von Klimprax bewerte ich daher eher als wissenschaftliche Selbstbeschäftigungstherapie mit einem zugegebenermaßen interessanten Sachverhalt. Jedoch ist der Nutzen für die Allgemeinheit aus meiner Sicht doch eher begrenzt und damit verzichtbar. Meine Damen und Herren, ich bin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen außerordentlich dankbar, dass Sie den Titel zur Aktuellen Stunde genauso gewählt haben, nämlich Klimawandel wirksam bekämpfen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie wollen den Klimawandel wirksam bekämpfen mit Klimprax. Und das zeigt mir, dass Sie als antragstellende Fraktion hier gar nicht verstanden haben, was es mit Klimprax wirklich auf sich hat. Das haben Sie nämlich gar nicht gelesen. Das lässt nämlich tief blicken, liebe Damen und Herren von den Grünen, in Ihre nicht vorhandene wissenschaftliche Kenntnis. Denn mittlerweile soll ja alles bei Ihnen, was mit Modellierung, Wetter und Klima zu tun hat, immer wieder mit dem Klimawandel in Zusammenhang gebracht werden. Meine Damen und Herren, um es noch mal klarzustellen, Dürre- und Starkregenereignisse sind nicht bekämpfbar, wie es die Grünen hier postulieren zu versuchen. Der Klimawandel ist nicht bekämpfbar. Wetter, Witterung und Klima, diese Begriffe werden gerade in den letzten Jahren immer mehr mit Klimawandel ideologisch verquickt. Aber wir müssen hier trennen. Starkregenereignisse, Beispiel, sind Extremwetter zuzuordnen. Und Extremwetter ist nicht zwangsläufig ein Indikator für den Klimawandel, sondern eine natürliche Spielart des Wetters. Jetzt nehmen Sie mal den Nordkorea-Schaum weg, Herr Frömmrich. Und ich zitiere hier aus einer Arbeit, die ich auf der Seite des HLNOG gefunden habe, eine Arbeit von Kreienkamp vom CEC Potsdam. Dort wird bezüglich des Parameters Niederschlag über 10 mm pro Tag beispielsweise festgestellt: Die Trends sind daher noch nicht hoch belastbar, weisen aber unter dem Vorbehalt auf einen sommerlichen Rückgang der Extreme hin. Auf der HLNOG-Seite zu finden, vom Ministerium. Das ist genau der Gegenbeweis von dem, was Sie hier ideologisch immer postulieren. Es gibt noch viele andere Arbeiten, die keine Zunahme von Extremwetter, in diesem Fall Starkregenereignisse, in den letzten Dekaden feststellen. Also es ist höchst fragwürdig, Starkregenereignisse in Zusammenhang mit dem Klimawandel zu bringen. Und hier komme ich genau zu dem wichtigen Punkt. Der grüne Klimawandel-Ideologie will dem unbedarften Bürger jedes schlechte Wetter als eine Folge des Klimawandels verkaufen. Und das, liebe Kollegen der Grünen, ist nichts anderes als ökosozialistische Propaganda. Kommen wir mal zum Begriff Dürre im Text der antragstellenden Fraktion. Auch wenn ich mich wiederhole, aber auch eine Dürre können Sie nicht bekämpfen. Da man eine Dürre auch nicht retten kann und auch nicht verbieten kann, ja, sollten Sie mal zusammen zur Kenntnis nehmen, dass wir uns lediglich bestmöglich anpassen können. Die beiden Dürresommer des Jahres 18 und 19 hier in Mitteleuropa verkauft unsere Ministerin Hinz und Sie ja sowieso immer wieder gerne in Zusammenhang mit dem Klimawandel.
Aber sind die Dürresommer 18 und 19 Folgen des menschlichen Handelns? Frage ich Sie, die Frau Ministerin ist jetzt nicht da. Gesetzt den Fall, es gäbe eine Welt, in der der Mensch gar nicht vorhanden wäre. Wie wäre denn dann der Sommer 2018 und 19 ausgefallen? Und ich gebe Ihnen hier auch die Antwort. Die Dürresommer 18 und 19, die hätten genauso stattgefunden. Genauso wie auch der verheerende Dürresommer des Jahres 1540. Da war nämlich noch kein anthropogener Einfluss zu spüren. Nehmen wir also zur Kenntnis, meine Damen und Herren, Starkregen und Sturzfluten, Herr Frömmrich, Nordkorea, schauen weg, dann klappt's besser. Starkregen und Sturzfluten, Starkwind, Dürre, Spätfrost, Extremhitze sind alles natürliche Spielarten des Wetters. Kollege Schaller, Kollege Gagel, Sie müssen zum Schluss. Ein Moment mal, Kollege Gagel, Sie müssen zum Schluss kommen. Fertig. Die Grünen, darf ich weitersprechen, Herr Frömmrich? Ja? Die Grünen. Herr Kollege Gagel, Sie müssen mich fragen, wenn Sie weitersprechen wollen, nicht den Kollegen im Haus. Sie haben jetzt noch kurz das Wort zu einer Schlussbemerkung. Ich darf noch drei Sätze sagen. Die Grünen verkaufen es uns als Klimawandel verursacht durch den Menschen. Das ist reine Propaganda. Lassen wir uns also nicht blenden. Besseres Wetter oder gar besseres Klima werden wir auch nicht mit noch so vielen Milliarden Euros herstellen können. Halten wir fest, Klimaschutzmaßnahmen sind nutzlos und teuer. Klimaanpassungsmaßnahmen hingegen durchaus sinnvoll und zu einem Bruchteil der Kosten zu haben. Vielen Dank.